Gude. Heute machen wir mediterrane Minutensteak-Röllchen. Das Ganze ist super lecker, mega einfach und wie man das macht, seht ihr gleich. Willkommen bei Barbecue Culture. So, und unsere Zutaten heute sind recht wenig. Wir haben Parmaschinken, Feta-Käse, Schweine-Minutensteaks, getrocknete Tomaten, Salz und Pfeffer. Und das Ganze werden wir auf dem Napoleon LDX 485 zubereiten. Als erstes müssen wir unsere Minutensteaks ein bisschen in Form klopfen. Dazu habe ich mir jetzt hier vom berühmten Möbelhaus eine Zippo-Beutel genommen und werde jetzt darin einfach mal alle Minutensteaks etwas breit klopfen. Nachdem wir jetzt alle breit geklopft haben, nehmen wir uns jetzt hier ein paar der getrockneten Tomaten und die werden wir jetzt einfach grob etwas kleiner schneiden. Das muss jetzt nicht filigran sein, einfach in kleinere Würfel und so tut es das Ganze dann auch schon. So, wir nehmen unsere Minutensteaks, geben ein bisschen Salz und Pfeffer drüber. Dann nehmen wir uns von den Parmaschinken. Jetzt seht ihr auch, warum wir die geklopft haben, weil ansonsten wäre der Parmaschinken viel zu groß. Dann geben wir etwas von den getrockneten Tomaten drüber. Und dann eine Scheibe vom Feta. Jetzt das Ganze unter Zug aufrollen. Und dann verschließen wir das Ganze mit einem Holzspieß. Ihr könnt von mir aus auch einfach zwei Zahnstocher nehmen und die durchstechen. Das tut's genauso. So, dann am Ende einfach noch ein bisschen Pfeffer drüber geben. Und so können sie dann auf den Grill. Wir haben hier jetzt das Ganze erstmal direkt bei hoher Hitze, weil wir ein bisschen Röstaromen haben wollen. Und wenn wir jetzt überall schöne Reste rum haben, wandert das Ganze jetzt in den indirekten Bereich. Da lassen wir sie jetzt nochmal 10 Minuten zu Ende ziehen. Und dann wandert das Ganze auch schon wieder vom Grill runter.
So sehen sie dann aus, wenn sie aufgereiht da liegen. Sieht doch eigentlich so schon ganz lecker aus. Aber ich will euch jetzt auch nochmal den Anschnitt zeigen. Wenn so ein Spieß nicht raus will, einfach ein bisschen kurz drehen und dann flutschen die eigentlich raus. Jetzt den berühmten Mittelschnitt. Und so sieht das Ganze aus. Echt schon saulecker. Ist auch nicht trocken oder sowas, was man von einem Minutensteak erwarten würde. Der fehlt dann sowas, das gibt echt nochmal ein bisschen Feuchtigkeit ab. Mega leckere Geschichte, gar nicht schwer, super einfach gemacht. Kann ich auf jeden Fall empfehlen. Hier nochmal ein Close-Up. Ja, und dann sind wir auch schon wieder am Ende. Ich hoffe, es hat gefallen. Ich freue mich über jeden Daumen nach oben. Abonniert meinen Kanal. Sagt's weiter. Euer Markus von Barbecue Culture.